Das ist der Drummer Boy. 3, 4, Was? Hallo zusammen, mein Name ist Marco Müller, ich bin der Dirigent der Stadtmusik Olten. Die Aufgabe für Zara ist heute, am Adventskonzert der Stadtmusik Olten meinen Part als Dirigent zu übernehmen. Ja, und damit auch von mir ein ganz herzliches Willkommen zu unserer Weihnachtssendung. Ich freue mich schon darauf, das Konzert zu dirigieren. Wie viel lieber erwarten mich da? Ich bin noch nicht ganz sicher, ob du wirklich alles kannst schaffen. Wenn wir uns nicht einig auf einen Titel vielleicht? Ein Titel? Vielleicht würde ich sagen, machen wir etwas Einfaches. Welches? Little Drummer Boy. Genau. Okay. Und jetzt lass ich mal auf dein Orchester. Ja, sicher, das machen wir jetzt. Gut, also Sarah, wir sind jetzt so vor der Stadtmusik Olten. Wir haben jetzt noch eine Hauptprobe. Bevor wir aufs Dirigentenpult gehen, müssen wir zuerst immer noch den Konzertmeister persönlich begrüßen. Ach so, du bist der Konzertmeister. Hi, das freut mich, ich bin Sarah. Das ist der Taktstock, den brauchst du natürlich auch. Wir haben jetzt gerade gesehen, wie das funktioniert. Und das sind Noten? Das sind Noten, genau. Ja, aber ich weiss nicht, wer was spielt. Jetzt probier mal, ob das so geht. Stopp schnell, Sarah. Was denkst du, wer spielt Little Drummer Boy, der wichtigste Musiker, den wir hier haben? Little Drummer Boy hockt dort. Ah, dort? Ja, genau! Also, du mal am Anfang einfach mal auf deinen Schlag irgendwie ein bisschen fokussieren. Und auf meinen Schlag? Richtig, genau. Also auf das, was du hier machst. Aber ich weiss ja nicht, was ich mache. Okay. Stopp schnell, Sarah. Die zwei sind etwa einen halben Takt auseinander. Für mich hat es im Fall gut getönt. Erwartet. Jetzt sind wir an. Jetzt kannst du grösser dirigieren. Ich muss eigentlich gar nicht üben, weil ich könnte das auch ohne mich. Wir sehen uns später. Ich will jetzt noch ein bisschen geschult. Bis nachher. Die Praxis habe ich jetzt mal gemacht. Jetzt kümmern wir uns mal noch ein bisschen um Theorie, weil wir merken eigentlich keine Ahnung von diesen Noten. Den Anfang habe ich schon ein Problem, dass ich nicht weiss, wie ich starten muss. Du startest von sehr Orchester an, dann gehst du rauf und dann machst du einfach 3, 4, 1. Was? Raus. Raus. Rauf. Rauf. Und dann runter. Und dann fangen wir an zu spielen. Das ist eine Sicherheitslösung, die du machst. Ich mache eigentlich nur Ich mache nur eigentlich so eine Aufwärtsbewegung, so einen Lift. Ja gut, aber dann wieso zeigst du mir nicht die einfache Liftbewegung? Ich kann an dieser Stunde also einfach... Mach mal die einfache Bewegung. Und dann fängt es an. Mach's nach. Könnte sogar funktionieren. Du bist überrascht, dass am Anfang nicht alle Instrumente oben hatten. Du hast hier oben alle Holzbläser drin. Du hast hier alle Blechbläser drin und da das ganze Schlagzeug drin. Das ist immer so aufgesplittet. Das ist der Drummer Boy, meine. Das ist der Drummer Boy. Jetzt die Balken haben da, die spielen wirklich am Anfang nicht. Auf die musst du eigentlich gar nicht fokussieren. Fokussiere dich auf den Drummer Boy. Und das Werk ist so aufgebaut, dass immer ein bisschen mehr dazukommt, oder? Du hast immer ein bisschen vergessen, Zeit zu blättern. Ich kann die Noten nicht lesen. Ich bin mal im Blockflötenunterricht, aber ich kann es nicht. Das hier ist ein ganziger Takt. Wir haben einen Viervierteltakt. Also wir dirigieren nachher 1, 2, 3, 4. Dann ist ein Takt vorbei. Nochmal. Aber, innen, raus und dann ufe. Ufe. Dann haben wir einen so einen Takt gemacht. Da nur einen. Richtig. Das ist ein Takt. Das ist ein ganzer Takt vom ganzen Orchester. Jetzt machen wir den ganzen Anfang mit der Vorbereitung. Immer zuerst innen. Nein, zuerst runter. Das ist immer der Anfang vom Takt. Zuerst aber, zusammen, raus. Ufe. Schau, dass du nicht immer so einen Hofknicks machst. Das kannst du sein, dass du nicht machen. Aber hey, was mache ich jetzt, wenn es wirklich einen Totalausfall gibt? Es gibt zwei Varianten. Entweder fährst du nochmal an einer Stelle oder du rufst mich dazu. Also die Musiker werden immer probieren, gut zu spielen. Das ist der eigene Ehrgeiz, den sie haben. Jetzt geht's los. Jetzt ist dein grosser Moment gekommen. Ja, drück mir die Daumen. Viel Erfolg. Danke. Oh Gott. Leitung von Sarah. Schön, dass ich anschütteln. Macht's gut. Oh Gott. Thank you.
Also, oh ich habe probiert umzusetzen, was du mir sagst, aber es ist nicht egal. Also, du musst weitergehen. Drückst mir auch einen Daumen. Ich drücke Daumen. Jetzt wünschen wir eigentlich euch allen eine ganz schöne Weihnachtszeit, oder? Absolut. Schöne Weihnachten. Tschüss zusammen. Tschüss.